Noch gebe ich nicht auf, verdammt. Auf ein neues. Wir versuchen's nochmal. Vielleicht kriegen wir es ja diesmal hin. Diese zwei Köpfe, die machen mir echt Probleme. Ich glaube, wir müssen das anders angehen. Ich glaube, so kriegen wir das nicht hin. Weil aufspießen, ich glaube, das funktioniert wirklich nicht. Ich glaube, die Spritze habe ich letztes Mal gar nicht mitgenommen. Fuck it. Fliegen wir hier nicht um die Ohren. Hallo? Entschärfen? Sehr gut, sehr gut. Das war gut. So, was haben wir hier sonst noch? Ich gebe es zu, ich habe ein bisschen geguckt, wie es die anderen gemacht haben. Weil ich wusste nicht, wie ich es machen soll und ob man die aufspießen kann. Und die meisten sind hier immer im Kreis gelaufen. Und genau das versuche ich jetzt dann auch mal. Vielleicht funktioniert das ja wirklich. Einen richtigen Trick, aber wie man die besiegt, gibt es in dem Sinn nicht. Also man muss die einfach halt abballern. Was ganz nützlich sein kann, ist das Eis, habe ich gemerkt. Vielleicht sollte ich auch ein paar Eisbolzen bauen. Ich weiß zwar nicht, wie gut die Eisbolzen hochgepusht haben. Aber ich probiere es auch mal mit Eis. Zumindest mit einem Eisbolzen. Das ist besser als gar nichts. So, hier haben wir auch noch Munition. Hier auch. Ja, irgendwie werden wir das schon schaffen. Wenn uns diese Bombe hier nicht um die Ohren fliegt. Sehr gut, Castellanos. Sehr, sehr gut. So, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Das können wir nämlich vielleicht auch. Ja, warum kein Explosivbolzen, ne? Wenn der ihnen um die Ohren fliegt, dann ist das sicher auch ein Vorteil. Damit hätte ich noch einen Eisbolzen herstellen können. Na, egal. Ja, versuchen wir es auf die gleiche Weise. Was anderes bleibt mir jetzt momentan nicht übrig. Und hier können wir es ja schon mal so abballern. Das funktioniert auf jeden Fall. Na, nicht nachladen, komm. Geh nach oben. Ich hoffe mal, die kommen beide von da. Nee, natürlich nicht. Dann kommt ja halt beide von hier. Das ist auch okay. So, schön draufhalten. Das war sehr gut. Ja, die Eisbolzen sind hier sehr praktisch. Den habe ich daneben gesetzt. Mist. Komm, nimm mit. Das Zeug können wir gebrauchen. Und lad das blöde Ding nach. Kommt her. Sehr gut. Wir haben ganz schön Schaden verursacht. Ich glaube, das ist tatsächlich die beste Möglichkeit, um hier durchzukommen. Das irgendwie auf diese Art zu machen. Jetzt können wir hier auch schön nach hinten zielen. Ich hoffe, die erscheinen hier. Zumindest einer erscheint hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, ich habe einen gehört. Direkt neben mir. Fuck. Fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. Schneller. Ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben noch Munition. So ist es ja nicht. Ja, wir haben bei der Schrotflinte noch Munition. Sehr gut. Boah. Da hätten uns die Stacheln fast erwischt. Boah. Boah, der hat uns gerammt. Es ist hier gerade ein bisschen blöd. Komme ich hier lang? Oder nicht? Nee, natürlich nicht. Fuck, 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 fuck.
Der andere hat uns aber nicht erwischt. Sehr gut. Okay, kommt her. Ach, Mist. Tode ist aber immer noch nicht. Wow. Also aufgeben tun die definitiv nicht. Ah, ja, ah, wir haben einen, wir haben einen. Sehr nice. Der gibt nicht auf. Boah, hier ist alles so voller Wasser. Hier hätten wir nicht rein dürfen. Mist. Schneller! Drück dich hier raus! Hier ist auch alles voller Wasser. Nein. Nein, der ist... Der lebt noch, der lebt noch. Verdammt! Was haben wir denn noch? Hier kann ich noch was herstellen. Ja, das tut. Komm her. Töte ihn bitte. Nein, das ist nicht töten. Nein. Nein, jetzt kommt er. Fuck. Komm, kletter da rauf. Scheiße, was soll ich tun? Ich habe keine Munition, gar nichts mehr. Ich kann mir noch ein bisschen Leben holen, aber das war's. Mehr kann ich auch nicht tun. Ah, wir hätten noch einen besiegt, aber ich kann nichts tun. Ich habe keine Munition. Wir haben ja auch viel zu wenig, oder? Wir haben null. Ich müsste solche blöden Dinger müsste ich entschärfen, aber das ist gerade nicht so leicht. Nein, jetzt doch nicht vor mir, du blödes Ding. Mann! Ich kann nichts tun. Ich habe keine Munition. Wir sind am Arsch. Boah, das hätte uns fast erwischt. Warte mal, hier. Hebel runter. Dann kann er wenigstens nicht hier durch und wir können hier hinten mal entschärfen. Dann können wir irgendeine Munition erstellen. Das ist eine gute Idee. Kommt der schon? Da ist er, da ist er. So, wir können aber jetzt wieder hier herstellen. Wir können ihn vielleicht mit dem besiegen. Aber da musst du schon herkommen, mein Freund. Oh, ich habe nichts gesagt. Komm, stirb doch, stirb! Yes! Yes, er ist tot! Woo! Na, geht doch! Das war zum Glück noch der rettende Einfall. Wow. Die sind echt hart. Die sind hart, die beide zu besiegen. Das ist nicht leicht, finde ich. Vor allem, wenn man keine Munition mehr hat, aber zum Glück ist mir das mit den Fallen eingefallen. Ja, so konnten wir uns knapp retten. Und wir haben es hingekriegt. Wow. Geil. Und was jetzt? Rubik. Na toll, ein Riesen-Rubik. Ich werde es trotzdem versuchen. Ah, wir müssen hier weg, Mann. Wir müssen aus Rubiks Kopf raus. Ich nehme nämlich an, das ist sein Kopf. Ich meine, guckt euch diese Hirnmassen an. Oh, oh. Sieht irgendwie nicht gut aus. Ich glaube, wir müssen hier vorbeischleichen. Das Licht ist nicht umsonst da, nehme ich mal an. Das ist ziemlich böse. Oh, es kommt, es kommt. Es ist irgendwie wie Überwachungskameras. Ich höre den Speicherraum. Huch. Ja, tatsächlich. Jetzt bin ich wieder zuvorderst. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir dürfen nicht ins Licht geraten anscheinend. Ah, da war Licht. Oh, habe ich nicht gesehen. Mist. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis wir hier durch sind, so wie ich mich kenne. Ich bin ja ein reiner Profi und sowas. Hier sind aber auch viele Lichter.
Nein, nicht da nach vorne. Nein, 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 geh da rein, geh da rein. Das war knapp. Hä? Nein, da sind wir noch dran gekommen ans Licht. Na super. Ich dachte, das hätten wir jetzt. Aber leider nein. Oh, das war knapp. Nein. Ah, das ist ultra nervig. Na klar. Na klar, jetzt ist da das Licht. Super. Ob wir das jemals schaffen werden. Na komm, irgendwie kriegen wir das auch noch hin. Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein, dass wir hier scheitern. Huch, Hilfe, es kommt. Komm, verzieh dich. Jetzt hier reinstehen und warten, bis das Licht wirklich weg ist. Ja, jetzt können wir lang. Hier muss ich, glaube ich, dem Licht folgen. Ja. Sieht ganz klar aus. Sehr gut. Jetzt wieder hier warten. Und durch. Das geht doch. Es geht doch. Huch. Okay. Ah, noch mehr Licht. Mist. Ah, wenigstens bin ich jetzt hier. Und da ist eine Bombe. Na toll. Boah. Fies. Jetzt müssen wir auch da unten durch noch kommen. Das ist auch fies. Während das Licht hier überall ist. Aber geschafft. Vorsichtig. Nicht zu schnell. Fuck, wie soll ich denn da durch jetzt? Komm schon, Castellanos, du schaffst es. Nein! Ah, da haben wir irgendwo was berührt. Fuck. Ich dachte, wir würden durchkommen. Ich dachte, wir würden es schaffen. Leider war es das für uns und es hat uns aufgespießt. Nicht sehr nett. Gar nicht nett. Na gut, auf ein neues. Ich gehe nochmal hier entlang, das war eigentlich ganz gut. So, die Bombe. Boah, wieder knapp. Ich glaube, hier können wir durch, ohne dass uns das Licht zieht. Wir müssen einfach auf die Drähte aufpassen. So, hier kommt das Licht. Hier müssen wir mitschleichen. Und hier müssen wir dann eigentlich auch dem Licht hinterher schleichen, glaube ich. Das ist am besten. So, und zwar jetzt. Ja, jetzt kommt das nochmal nach vorne. Das gibt's doch nicht. Ja, sehr gut, Castellanos, sehr gut. Ah, wir sind durch, sehr gut, sehr gut. Und ein Kontrollpunkt. Wow! Lauf! Du schaffst es, komm schon. Schneller. Nein! Boah, das war knapp. Das war haarscharf. Fast hätte es uns erwischt. Und wir sind wieder draußen. Aus der Gedankenwelt von Rubik. Geschafft. Ja, wir sind wieder hier. Können wir denn hier schon wieder rein? Nee, können wir nicht. Zurück können wir wahrscheinlich auch nicht, oder? Na doch, können wir. Na gut, aber hier können wir nicht zurück. Von dem her ziemlich unnötig hier. Hier gibt's auch nichts mehr. Ja, und hier sollte es eigentlich auch nichts mehr geben. Nein, auch die Bänke sind weg. Hier ist alles kaputt. Oh Mann. Aber wir haben es wenigstens aus Rubiks Gedankenwelt geschafft. Also, wieder zurück. Und dann können wir nochmal speichern gehen. Da können wir immer noch nichts aufmachen. Das ist aber immer noch blöd. Wir können zwar jetzt speichern gehen, aber eine Maschine gibt es auch nicht mehr. Den Schlüssel können wir nicht mehr benutzen. Wir können einfach noch speichern. Das war's. Mehr können wir nicht mehr tun. Tja, Freunde, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei The Evil Within.
Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Wir haben überall null Munition. Das ist ja ganz toll. Das freut mich riesig. Das kann ja was werden, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.